Herzlich willkommen zu Teil 8 Stein und Flöte. Es schien ihm höchste Zeit zu sein, aus dieser Gegend zu verschwinden. Als der Schäfer einen blauen Stein aus seiner Fassung brechen wollte, stieß Barlow ein warnendes Knurren aus, das fast schon wölfisch klang, und riss ihm die Hand weg. Lauscher verstand das nur allzu gut und sagte: Ich würde diese Glitzerdinger um nichts in der Welt anfassen und kann dir nur raten, die Finger davon zu lassen. Da hob sie am Waldrand eine Grube aus, warfen die toten Wölfe samt ihrer Halsbänder hinein und schütteten sie zu. Der Schäfer häufte noch ein paar schwere Steine darüber, als fürchte er, die unheimlichen Tiere könnten nachts aus ihrem Grab steigen. An diesem Tag ließen sie die Herde auf der anderen Seite des Tals, unterhalb der Hütte, weiden. Und der Schäfer sagte: Ich bleibe keinen Tag länger hier. Morgen treiben wir die Schafe in die Winterquartiere. Eine Woche lang wanderten sie mit der Herde durch das Flusstal, bis sie in das Dorf kamen, in dem der Eigentümer wohnte. Der Bauer kam vors Haus, um seine Tiere zu zählen, und lobte den Schäfer, dass nicht nur so viele Lämmer habe aufziehen können, sondern auch keines der Alttiere verloren habe. Das ist nicht allein mein Verdienst, sagte der Schäfer. Ohne Lausches und Barlows Hilfe hätten in der vergangenen Woche die Wölfe wohl die halbe Herde gerissen. Aber von den Halsbändern sagte er nichts. Mag sein, dass er nicht ausgelacht werden wollte. Es war aber auch möglich, dass er Angst davor hatte, laut von diesen unheimlichen Tieren zu reden. Der Bauer dankte Barlow und Lauscher gab ihm einen Aufschlag auf den vereinbarten Lohn. Auch lud er sie ein, den Winter über als Gäste auf seinem Hof zu bleiben. Wieder einmal gab Barlow nickend sein Einverständnis und ließ Lauscher für die Einladung danken. Ein paar Tage später wurde auf dem Hof ein Fest gefeiert, denn die Ernte war reich gewesen und auch das Vieh war gut gediehen. In diesem Jahr von den Schafen, die Barlow und Lauscher gehütet hatten, gar nicht zu reden. Der Bauer hatte alle Nachbarn eingeladen, in der Küche wurde gebraten und gebacken, dass die Mägde von Morgen bis Abend am Herd stehen mussten, und der Bauer stach ein Fass von seinem besten Apfelmost an. Erst wurde gegessen, bis allen der Schweiß auf der Stirn stand, dann wurde getrunken, um die innere Hitze wieder abzukühlen, und dann wurde getanzt, damit die Kühle nicht überhand nahm, bis der Schweiß wieder ausbrach und abgekühlt werden musste. Lauscher gefiel das besser als das kärgliche Schäferleben auf dem Hügel. Er ließ es sich schmecken und schwenkte die Bauernmädchen auf den Tanzboden, dass ihre Röcke flogen. Barlow saß abseits in einem Winkel der Stube, trank hier und da einen Schluck aus seinem Becher und beobachtete das Treiben. Da er nur mit wenigen Gästen antwortete, wenn ihn einer ansprach, hatte man ihn bald sich selbst überlassen. Doch als der Fiedler, der zum Tanz aufspielte, einmal eine Pause machte, holte Barlow seine Flöte heraus und stellte sich mitten auf den Tanzboden. Jetzt wurden alle Leute auf ihn aufmerksam, zumal er fast alle um die Haupteslänge überragte. Er setzte sein Instrument an, die Lippen, und schon bei den ersten Tönen, die er spielte, zuckte es den Tänzern in die Beine. Sie begannen zu tanzen und wirbelten rings um den Spieler. Lauscher wurde in den Strom hineingerissen, packte ein Mädchen und stampfte den Rhythmus, mit dem der Flöter angab. Barlow stand in der Mitte, wie ein Pfahl, den strudelndes Wasser umkreist, und spielte, wie ihn Lauscher noch nie gehört hatte. Gesichter flogen vorüber, lachende Münder, Augen, die für Sekunden seines Blicks trafen und wieder davontrieben im wilden Trubel des Tanzes. Farbige Tücher glitten vorbei, Schmuck blitzte auf, und all das verschwamm zu einem flimmernden Nebel, der sich rasend drehte, getrieben von der süßen Gewalt der Flötenmelodie, die sprang und wogte, bis es nichts mehr gab außer dieser Musik. Und aus dem wogenden Nebel formten sich Augen von schwer zu beschreibender Farbe, gewannen Konturen und blickten ihn aus einem Gesicht, das er kannte und doch nicht kannte. Und er ließ sich fallen in diese Augen, stürzte hinein, versank, wusste nicht, wo er war und wusste zugleich, dass er nirgendwo anders sein wollte als im unerreichbaren Grund dieser Augen, die jung waren, wie die eines Kindes und doch auch alt,
als blickten sie über Jahrhunderte hinweg und deren Blick eine Antwort versprach auf all das, was er nicht begreifen konnte. Und während er sank und sank, klang wie eine Glocke eine Stimme in seinem Kopf, die sagte: Warte nur, lausche, das ist noch nicht alles. Dann brach die Flötenmelodie ab und die Augen löschten aus, wie ein Traumgesicht. Aus dem Nebel lösten sich die Gestalten der Tänzer und Lauscher blickte verwirrt auf das Mädchen, das er zum Tanz geholt hatte. Eine Bauerndirne mit erhitzten Wangen, die ihn aus ihren blitzblauen Augen verwundert anschaut. Tanzen kannst du, dass einem der Atem wegbleibt, sagte sie. Aber was du dabei denkst, das weiß der Himmel. Barlow wurde von allen bestürmt, noch einmal zu spielen, aber er weigerte sich und zog sich wieder in seinen Winkel zurück. Lauscher ließ sich erschöpft auf einen Stuhl fallen und schenkte sich ein Glas Most ein. Der Bauer setzte sich zu ihm und sagte: Dass dein Herr kein Schäfer ist, habe ich mir schon gedacht, als ich sein Pferd sah, denn es stammt aus einer edlen Zucht. Was ist er nun eigentlich? Ein Spielmann? Lauscher zuckte mit den Schultern und sagte: Kann sein, vielleicht ist er ein Spielmann. Er wusste immer weniger, was er von Barlow halten sollte. Wer war er nun wirklich? Ein davongejagter Pferdeknecht? Ein Spielmann? Das konnte schon sein. Spielleute pflegten über Land zu reisen, um bei Jahrmärkten und Festen aufzuspielen. Aber dann fiel ihm ein, dass Barlow seine Kunst erst beim sanften Flöten erlernt hatte. Er hatte sich allerdings als ein sehr gelehriger Schüler erwiesen. Vielleicht hatte er früher ein anderes Instrument gespielt, das er jetzt nicht mehr besaß, oder er von einem Sänger gewesen, die auf den Jahrmärkten alte Balladen vortrugen. Er fand keine Antwort, und wie er Barlow kannte, würde er auch von ihm so bald keine bekommen. »Ihr seid ein merkwürdiges Paar«, sagte der Bauer. »Reitet zusammen durch das Land, hütet meine Schafe, kämpft gegen ein Wolfsrudel und dann erweist sich dein Herr auch noch als ein Flötenspieler, wie ich in meinem Leben noch keinen gehört habe, außer einen, doch den wirst du nicht kennen. Und bei alledem weißt du nicht einmal zu sagen, wer dein Herr eigentlich ist. Wen meinst du mit einem, den du schon so aus Spielen hören?« fragte Lauscher und ahnte die Antwort schon im Voraus. »Der muss jetzt schon ziemlich alt sein, wenn er überhaupt noch lebt«, sagte Bauer. »Man nennt ihn den sanften Flöter.« »Bei dem waren wir im letzten Winter«, sagte Lauscher. »Dass er der Enkel dieses Mannes war, verschwieg er, denn er hatte es satt, sich mit dem Ruhm anderer Leute zu schmücken, zumal er selbst wenig aufzuweisen hatte, was ihn in einer solchen Verwandtschaft würdig machte.« »Also lebt er doch noch«, sagte der Bauer. »Und wenn dein Herr bei ihm in der Lehre gegangen ist, wundert es mich nicht mehr, dass er so spielen kann.« »Wann hast du den sanften Flöte gehört?« fragte Lauscher. »Das ist viele Jahre her«, sagte der Bauer. »Ich war damals noch nicht verheiratet, aber ich hatte ein Mädchen, das ich so gern mochte. Wir waren schon eine Zeit lang miteinander gegangen, wie man es so sagt, doch dann bekamen wir Streit. Der Anlass dazu wird dir lächerlich erscheinen. Es ist wohl oft so, dass dergleichen mit lächerlichen Dingen anfängt. Es ging darum, dass sie mich immer wieder mein Bäuerlein nannte. Ihr Vater war nämlich ein Jäger, und da die Jäger sich hierzulande viel auf ihr freies Leben zugute halten, glaubte ich wohl, sie wolle mich verspotten. Außerdem begannen meine Freunde mich auszulachen, wenn sie mich von ihnen so nannte. »Du gehörst ihr wohl schon, der stolze Jägerin«, fragte sie. »Hat sie dich schon erlegt?« All das ärgerte mich jedenfalls, und ich fuhr ihr über den Mund, als sie wieder einmal diesen Kosenamen gebrauchte. Da wurde sie böse und sagte: »Wenn du nicht mein sein willst, kann ich ja gehen.« Seither liefen wir aneinander vorbei und grüßten uns kaum. Aber ich mochte sie noch immer noch gern, war nicht nur wütend auf sie, sondern auch auf mich selber, dass ich sie wegen einer solchen Kleinigkeit verloren hatte. Doch je länger dieser Zustand dauerte, desto schwerer fiel es mir, zu ihr hinzugehen und ein gutes Wort zu sagen. So standen die Dinge, als wie heute das Herbstfest gefeiert werden sollte. Die Ernte war eingebracht, das Vieh von den Weiden getrieben und zu diesem Anlass feierten wir dieses Fest in jedem Jahr. Es fand damals sogar in diesem Raum statt, denn dies hier ist der größte Hof im Dorf. Und wer ihn besitzt, hat zugleich die Verpflichtung, das Fest auszurichten. Damals war das mein Vater. Es wurde also geschmaust,
getrunken und auch getanzt. Mein Vater hatte aber in diesen Tagen einen Gast, von dem ich noch nicht viel gesehen hatte, da ich von morgens bis abends damit beschäftigt gewesen war, die Gaben in die Scheune zu fahren. Ich habe diesen Mann auch nicht weiter beachtet, denn er war klein, trug auf der Nase ein goldenes Gestell mit Gläsern wie ein Schreiber und sah nicht so aus, als sei er auf irgendeine Weise bemerkenswert. Dieser Mann saß neben meinem Vater am Tisch und redete nicht viel. Als dann getanzt wurde, fragte ich meinen Vater, ob er für die Leute etwas spielen wollte. Gern, sagte der Mann. Auf diese Weise kann ich mich gleich für deine Gastfreundschaft bedanken. Er stand auf, zog eine silberne Flöte aus der Tasche und ging hinaus auf den Tanzboden. Mir kam es damals merkwürdig vor, dass die Leute ihm Platz machten und erwartungsvoll auf ihn blickten, obwohl er so unscheinbar aussah. Dann fing er an zu spielen. Und das war eine Musik, die anders klang als alles, was mir je zu Ohren gekommen war. Die Melodie riss die Tänzer vom ersten Takt an mit. Und auch ich konnte nicht länger am Tisch sitzen bleiben und stand auf, um mir eine Tänzerin zu suchen. Da sah ich am anderen Ende des Raumes mein Mädchen stehen, die stolze Jägerin. Und auch sie sah mich an. Und wir gingen mitten durch die Tanzen aufeinander zu, als sei zwischen uns nie ein Streit gewesen. Ich nahm sie in die Arme und wir tanzten und vergaßen darüber alles, was uns vorher vorging. Mein Bäuerlein, sagte sie zu mir, und das ärgerte mich jetzt überhaupt nicht mehr, denn ich wusste, dass es nicht aus Stolz, sondern in Liebe gesagt wurde. Und lass sie mich so haben wollte, wie ich war, nicht anders als wie ich sie haben wollte, meine stolze Jägerin. Ich merkte auch, dass es mein eigener Stolz gewesen war, der mir im Weg gestanden hatte, und auch meine Angst, von den Freunden ausgelacht zu werden. Doch diese Musik ließ mich wachsen. Ich tanzte und tanzte, und all das, was ich für eine unübersteigbare Mauer gehalten hatte, lag weit unter mir, wie Kies, den man mit den Füßen beiseite stößt. Ohne darauf zu achten, dass mich von alledem gefürchtet hatte, kam mir so komisch vor, dass ich anfing zu lachen. Ich lachte und lachte und lachte noch immer, als der Flöter zu spielen aufgehört hatte. Und auch meine stolze Jägerin lachte, warf mir die Arme um den Hals und gab mir einen Kuss. Noch im folgenden Winter haben wir geheiratet und ich habe es nie bereut. Manche Leute finden es übrigens bemerkenswert, dass in jedem Winter so viele Hochzeiten stattfanden. Doch wer sich darüber wundert, ist wohl nicht auf diesem Fest gewesen. Lauscher lachte, fand das nicht weiter verwunderlich. Wer mit einer ganzen Horde Beutereiter fertig wurde, der war wohl auch imstande, ein paar zerstrittene Liebesleute ins Ehebett zu scheuchen, zumal sie eigentlich gar nichts anderes im Sinn hatten. Ich möchte den sehen, sagte er, der seine Flöte widerstehen kann. Ja, sagte der Bauer, manchmal ist man so verbohrt, dass man erst mit sanfter Gewalt auf sein Glück gestoßen werden muss. Barlow und Lauscher führten den Winter über ein geruhsames Leben auf dem Hof. Mancher packten sie mit an, wenn irgendeine Arbeit es erforderte. Aber zu dieser Jahreszeit gab es ohnehin nicht allzu viel zu tun. Und seit die Bauersleute erfahren hatten, dass ihre Gäste vom sanften Flöter gekommen waren, ließen sie es kaum noch zu, dass sie sich die Hände schmutzig machten. Nur um ihre Reittiere kümmerten sich Barlow und sein Diener selbst. Lauscher hätte es nicht zugelassen, dass Jalf von fremden Leuten versorgt wurde, solange er bei ihm war. Er ritt auch mit ihm aus, um ihm Bewegung zu verschaffen und im Eselreiten nicht aus der Übung zu kommen. Manchmal legte er Jalf zu den Hügeln, hinter denen am Horizont die Wälder von Barlebug lagen, wie ein dunkler, jetzt im Winter weiß überpuderter Spitzensaum. Manchmal ließ er seinen Esel auch auf dem Dammweg dahintraben, der am Fluss entlang führte. Diesen Weg schlug er auch an einem windigen Morgen im Spätwinter ein. An dem Tag vorher hatte Tauwetter den Fluss stark anschwellen lassen. Dann hatte er wieder den Frosteinbruch im Schneefall gegeben und das Wasser war ein Stück zurückgegangen. Lauscher trieb seinen Esel durch die Auwiesen und hinauf auf den Dammweg. Dort gab er ihm die Zügel frei, dass er laufen konnte, wie er Lust hatte, und ließ sich dahin tragen. Unter den grauen, von streifigen Wolken überzogenen Himmel. Nachdem er eine Weile so geritten war, überkam ihm plötzlich die Lust, ein Stück zu Fuß zu gehen.
Er stieg ab, gab Jalfa einen Klaps, der wusste dann schon, dass er jetzt nicht gebraucht wurde, und schwenkte ab ins Auland, um aus dem schlaffen Graubaum- und Grasbüschel noch ein paar saftige Halme herauszustöbern. Lauscher ging langsam weiter auf dem Dammweg. Links von ihm am Flussufer hingen im kalten, sperrigen Gebüsch flache Eisfahnen, die zerschlissene Wäsche, die zurückgeblieben waren, als das Hochwasser durch die Zweige streifte. Der lehmige Boden war gefroren und die Pfützen überzog milchiges Eis, das unter den Schritten zersplitterte. Auf dem Weg lagen Steine, von Kristallen reif gesäumt, rote Steine, graue Steine, schwarze Steine, und er ging darüber hin, begleitet vom Rauschen des Flusses, ging auf einem Weg, der aus der Zeit herausführte von irgendwoher nach irgendwohin, und hörte das Eis unter seinen Schritten knirschen. Oder waren da noch andere Schritte? Er wagte nicht, die Augen vom Boden zu heben, und das Muster aus Eis und Stein verschwamm, als löse sich der Boden unter seinen Füßen auf. Er hörte die anderen Schritte und hörte eine Stimme, die Stimme einer Frau. Sie klang wie von weit her und doch nah, wie das Läuten einer Glocke, das übers Feld herweht und doch so nah spürbar wird, als töne sie in eigenen Hirn. »Meinst du, Lauscher«, sagte die Stimme, »dieser Weg sei ohne Ziel?« Er hörte ein Lachen und klang wie das Gurren einer Taube. »Wer den Stein trägt«, sprach die Stimme weiter, »der hat das Ziel, auch wenn es noch nicht kennt. Halte die Augen offen, Lauscher, denn dann weißt du, ist noch lange nicht alles. Halte die Augen offen, damit du nicht an mir vorbeigehst, wenn ich am Wege stehe und auf dich warte.« Während der Klang der Stimme noch in seinem Kopf nachschwang, spürte er, wie eine Hand flüchtig sein Gesicht berührte. Oder war das nur der scharfe, ziehende Wind, der ihm das Haar über das Gesicht wehte? Er blickte auf und sah in zwei Augen, die ihm vertraut waren. Urlas Augen oder Rickers oder die eines Kindes? Er konnte es nicht herausfinden, denn schon trieben sie dem Wind davon, verschmolzen mit den grauen Wolken, und er sah nichts weiter als den flachen Horizont, der von den am Flussufern aufragenden Pappeln durchschnitten wurde. Aber er spürte auch, wie der Stein, den er auf der Brust trug, sein Herz wärmte. Eine Zeit lang stand er noch am Fluss und starrte in das treibende Wasser. Dann rief er Jalf und ritt langsam über den Dammweg nach Hause. Wenige Wochen später war der Winter endgültig vorbei. Der Bauer lief über seine Felder und begann schon mit der Frühjahrsbestellung. Als der Bauer mittags von den Äckern zurückkam, stand Lauscher draußen vor dem Stall und putzte das Sattelzeug. Barlo saß daneben auf einem Stapel Holz und was er auf seiner Flöte spielte, klang nach Überlandschreiten. Der Bauer kam über den Hof herüber und blieb bei ihm stehen. »Ihr macht euch wohl reisefertig«, sagte er, »oder wollt ihr dieses Jahr wieder meine Schafe hüten?« Lauscher wusste nichts von den Plänen seines Herrn und zuckte mit den Schultern. »Da musst du schon Barlo fragen«, sagte er. Barlo hatte dem Gespräch zugehört und gab auf seine Weise Antwort. Unvermittelt ging sein Flötenspiel in eine Melodie über, die jedermann kannte, da die gewerbsmäßigen Spielleute ihre Auftritte damit ankündigten. »Ich habe ja gleich gewusst, dass du ein Spielmann bist«, sagte der Bauer. Barlo nickte. »Da weiß ich gleich einen guten Anfang für dich«, sagte der Bauer. »In Draglop beginnt in 4 Tagen der große Jahrmarkt. Wenn ihr morgen losreitet, kommt ihr gerade noch zurecht.« Lauscher hielt den Schritt von Handlanger eines Schafhieten zum Diener eines fahrenden Spielmanns nicht eben für einen besonderen Aufstieg. Vermutlich musste er sich einen Hut besorgen, mit dem er den Zuhörern Geld einsammeln könnte. Doch dieses Leben würde wenigstens etwas abwechslungsreicher sein als der Sommer auf der Schafweide. Am nächsten Morgen ritten sie auf dem Dammweg weiter flussaufwärts, die Packtaschen flussabwärts. Die Packtaschen schlugen schwer gegen die Flanken der Tiere, denn die Bäuerin hatte sie für die Reise gut versorgt. Lauscher war es sogar gelungen, einen alten Hut aufzutreiben. Er hatte einen Hahnenfeder durch den Filz gestreckt und ihn verwegen auf seinen Kopf gestülpt. Im Vorbeireiten suchte Lauscher die Stelle,
an der er bei seinem Ausritt im Winter abgestiegen und den Dammweg zu Fuß entlang gegangen war. Aber jetzt sah alles anders aus. Die Steine auf dem Weg waren tief in den feuchten Lehm hineingetreten. Das Gebüsch am Ufer trieb die ersten Blätter und das helle Grün der Auwiesen leuchtete in der Morgensonne, die schon hoch zwischen weißen, bauschigen Wolken am blauen Frühlingshimmel stand. Er versuchte wiederzufinden, was ihm hier begegnet war, sehnte sich nach dem Klang dieser Stimme, nach dem Blick dieser Augen, die hier zu sehen gemeint hatte, und nach der Hand, die sein Gesicht gestreift hatte. Wenn es nicht der Wind gewesen war, der auch jetzt sein Haar unter den Hut hervorwehte, doch es stellte sich nichts dergleichen ein. Und bald merkte er, dass sie längst an dieser Stelle vorbeigeritten sein mussten, ohne dass er sie wiedererkannt hätte, denn inzwischen trabten sie schon unter den Pappeln dahin, die er damals am Horizont hatte aufragen sehen. Die grünen Hügel, auf denen sie Schafe gehütet hatten, blieben hinter ihnen stehen, zurück und sanken unter den Horizont, während sie in die Ebene hinausritten, immer weiter am Fluss entlang, dessen Ufergehölz in breite Windungen das flache Land vor ihnen teilte. Am Vormittag des dritten Tages sahen sie Dralop am Fluss vor sich liegen, einen Marktflecken, dessen niedere Häuser sich um ein paar größere Gebäude drängten. Der Ort auf der Landzunge zwischen dem Fluss, an dem sie entlang ritten, waren und einen zweiten, der rechts von ihnen aus den fernen Bergen kam und unterhalb von Dralop in einen anderen mündete. Längst waren die beiden Reiter nicht mehr allein auf dem Weg. Sie überholten Bauern, die Vieh vor sich hertrieben, Frauen mit Körben und Tragtüchern und Händler, die auf ihren Pferdekarren saßen. In den Gassen, durch die sie ritten, drängten sich die Leute auf dem Marktstandplatz, schlugen Kaufleute und Handwerker ihre Buden auf. Barlow und Lauscher stellten ihre Reittiere in einem Gasthof unter, bekamen dort auch eine Schlafkammer, nachdem sie ihr beim Schlafhütten verdientes Geld vorgezeigt hatten, und aßen einen Teller Suppe. Dann zwängten sie sich durch das Gedränge auf dem Markt, wo die Geschäfte inzwischen ihren Anfang genommen hatten. Töpfer riefen ihre Ware aus, Bauernweiber priesen ihr Geflügel an, Viehhändler feilschten lautstark um Kälber und Jungpferde, Tuch und Leinen wurden feilgeboten, lederne Gürtel und Schuhwerk, Haken und Äxte, Messer und Scheren, Schnüre und Seile und auch allerlei Tand, Ketten und Gewandnadeln, die man seiner Liebsten schenken kann. Und es war ein Lärm, dass man kaum sein eigenes Wort verstand. Kühe brüllten, Pferde wieherten, Gänse schnatterten und je stärker der Lärm anschwoll, desto lauter schrie jeder dem anderen in die Ohren, um sich verständlich zu machen. Lauscher konnte den anderen Mann kaum hören, der an einer Hausecke stand und eine Ballade sang. Er wunderte sich, dass sich dennoch ein paar Leute im Kreis um die Sänger versammelt hatten und ging neugierig näher heran. Der Alte schien das Stimmengewirr überhaupt nicht wahrzunehmen und sang halblaut vor sich hin. Seine Stimme hatte jedoch einen so durchdringenden Klang, dass man jedes Wort verstehen konnte, wenn man nah genug herantrat. Lauscher blieb stehen, denn was der Alte sang, kam ihm bekannt vor. Und sie schlief bei ihm, bei dem bösen Alten, und kraulte sein zottiges Fell. 12 Nächte im Wald zwischen haarigen Pfoten und rings die 50 Gesellen. 12 Tage im Wald auf trabenden Füßen mit 50 zottigen Knechten. Sie kamen ins Tal und würgten die Schafe, zerfleischten des Nachts an die 100. Und kamen zum Schloss, dort tranken sie Wein und warteten auf den Abend. An dieser Stelle wurde der Sänger von einer rauen Stimme unterbrochen. Was leierst du da für ein jämmerliches Lügenlied? Lauscher fuhr herum und sah vor sich einen bärtigen Mann stehen, der eine graue Pelzjacke trug. Ist es nicht so, sagte der Mann weiter zu den Leuten, die dem Alten zugehört hatten. Er bringt kaum noch einen klaren Ton aus der Kehle und kann es doch immer nicht lassen, die Kinder mit seinen Schauermaladen zu erschrecken. Man sollte ihn davonjagen, findet ihr nicht? Er stört nur das friedliche Marktgeschäft.
Einige Leute stimmten ihm zu, ein anderer sagte: Lass ihn doch, mich stört er nicht. Manche Leute hören gern solche Geschichten. Und wer weiß, vielleicht ist das dran. Altweiberkram, sagte der Bärtige. Ist das was für Männer? Da habe ich euch Besseres zu bieten. Ich suche ein paar kräftige junge Leute, die auf mehr aus sind als nur auf Ammenmärchen. Männer, die mit Hammer und Hack umgehen können. Gibt's die hier? Das kann ich schon, sagte ein junger Mann, der neben Lauscher stand. Auch ein paar andere wurden jetzt neugierig und fragten den Bärtigen, was es da zu hacken und hämmern gebe. Kommt ganz nah zu mir, sagte der Mann. Es muss nicht jeder hören, sonst will gleich jeder mitgehen. Und so viele kann ich nicht brauchen. Er zog die Männer an sich heran, flüsterte, was es da zu hacken gibt. Gold, Gold in faustgroßen Klumpen, haufenweise Gold, so viel ihr nur wollt. Hat keiner von euch Lust, sich das anzusehen? Während er auf die Antwort wartete, hatte der alte Sänger schon einen neuen Vers zu seiner Ballade gefunden. Sie schinden bei Tag und sie schinden bei Nacht und sterben mit Gold in den Händen. Da stieß der Bärtige die Männer zur Seite und schrie: Muss man dir erst das Maul stopfen, du giftige Kröte? Er stürzte auf ihn zu, doch ehe er ihn erreichte, war der große Barlow wie aus dem Nichts vor ihm aufgetaucht und stellte vor den Sänger und fing an zu flöten. Er nahm die Melodie der Ballade auf und jedermann konnte verstehen, was er spielte. Sie schickt über Land ihre zottigen Knecht, die fangen ihre neuen Sklaven. Sie locken mit Gold und schweigen vom Tod in den Stollen der bösen Herrin. Ich rate euch gut, jagt die Wölfe vom Markt und bleibt bei den Liebsten zu Hause. Dabei tanzte er vor der Nase des Bärtigen hin und her, dass dieser ganz verwirrt wurde und weder den Flöter noch den Sänger angreifen konnte. Die Umstehenden fingen an zu lachen über die Hilflosigkeit des Mannes in der Pelzjacke. Und als dieser sich schließlich in blinder Wut auf Barlow stürzen wollte, fielen ihm die Leute in den Arm und einer sagte, er solle schauen, dass er verschwinde. Denn mit Störern des Marktfriedens macht man hier in Draglop kurzen Prozess. Da verdrückte sich der Bärtige in der Menge. Danke für die Hilfe, sagte der Alte zu Barlow. Du bist ein guter Flöter. Ich habe dich noch nie gesehen. Woher kommst du her? Barlow zuckte mit den Schultern und blickte hilfesuchend um. Lauscher stand schon bereit und antwortete statt seiner: Mein Herr kann sich nur mit der Flöte mit dir unterhalten. Er heißt Barlow. Wir sind von den Dörfern oben am Fluss heruntergekommen. Mich nennt man Lauscher. Ach, sieh da, sagte der Alte. Barlow heißt er also. Und das klang so, als wollte er damit mehr sagen, als Lauscher verstehen konnte. Ein Barlow, der Meister auf der Flöte ist, fuhr der Alte fort. Das ist eine gute Sache. Willst du hier auf dem Markt spielen, Barlow? Barlow nickte. Du wirst ein dankbares Publikum finden, sagte der Alte. Ich empfehle dir den Platz dort drüben an der Marktsäule. Die Säule stand am anderen Ecke des Platzes und Lauscher war sich nicht im Klaren, ob der Sänger Barlow diesen Vorschlag machte, weil diese Stelle wirklich erfolgsversprechend war. Oder weil Barlow ihm selbst dann keine Zuhörer abspenstig machen würde. Auf jeden Fall war es diesem Gewerbe vernünftig, einander nicht ins Gehege zu kommen. Von diesem bärtigen Burschen würde ich mich an deiner Stelle künftig in Acht nehmen, sagte der Alte noch. Komm heute Abend in die Silberne Harfe. Da werde ich euch mit ein paar Leuten aus unserer Zunft bekannt machen. Fragt nach mir. Man nennt mich Rauli, den Sänger. Barlow und Lauscher drängten sich durch das Marktgetriebe hinüber zu der Säule, die auf der gegenüberliegenden Seite die Buden und Verkaufsstände überragte. Sie trug oben auf das steinerne Abbild eines Drachens, des Wahrzeichens von Draglop, und war in einen kniehohen Steinsockel eingelassen. Barlow sprang auf diese Plattform hinauf und zog seine Flöte aus der Tasche. Zunächst spielte er einen wilden Tanzweise, die so schrill durch das Getöse des Marktes drang, dass die Leute stehen blieben und sich auf die Marktsäule starrten. Ohne abzusetzen, leitete er dann zu einer einfachen Melodie über und spielte eine Ballade, von der Lauscher jedes Wort zu verstehen meinte. Sie lautete so:
Ein Drache saß im Tal, der Drache von Draglop. Er saß auf einem hohen Stein und wollte Schutz und Hüter sein der Leute von Draglop. Der Drache schaut zum Wald von Balebuk. Er schaut nach seinem Bruder aus, doch der kommt nicht aus seinem Haus, der Bär von Balebuk. Der Bär saß hoch im Schloss von Balebuk. Er saß und feierte Fest, da kamen 51 Gäste zum Bär von Balebuk. Er lud sie zu sich ein, der Bär von Balebuk. Er lud sie ein, die schöne Frau. Und 50 Knechte wild und rau auf Schloss von Balebuk. Da brach die Nacht herein im Schloss von Balebuk. Und 50 Wölfe heulten laut und fraßen eh der Morgenkraut. Und Bär, Bär von Balebuk. Der Drache saß im Tal, der Drache von Draglop. Hört er nicht in sein Bruder schreit, gibt ach, die Wölfe sind nicht gleich Leute von Draglop. Bei der dritten Strophe hatten die Leute schon angefangen mitzusummen. Und als Lauscher begann laut zu singen, fielen auch die anderen in den Gesang ein und wiederholten zum Schluss noch einmal die beiden letzten Zeilen. Gebt acht, die Wölfe sind nicht weit, ihr Leute von Draglob. Gebt acht, die Wölfe sind nicht weit, ihr Leute von Draglob. Gebt acht, die Wölfe sind nicht weit, ihr Menschen von Draglob. Während sie noch sangen, zischte aus der Menge ein Messer gegen den Flöter und schlug dicht neben ihm ein Steinsplitter aus der Säule. Lauscher blickte in die Richtung, aus dem das Messer geworfen worden sein musste, und sah eben noch einen grauen Pelz in Tumult untertauchen, der nun ausbrach. Alle schrien durcheinander. Manche packten aufs Geratewohl ihren Nachbarn beim Kragen in der Meinung, den Messerwerfer erwischt zu haben. Und es fehlte nicht viel, dass Barlos erster Auftritt mit einer gewaltigen Prügelei geendet hätte. Gebt acht, die Wölfe sind nicht weit, ihr Leute von Dralob. Gebt acht, die Wölfe sind nicht weit, ihr Leute von Dralob. Gebt acht, die Wölfe sind nicht weit, ihr Leute von Dralob. Ehe es so weit kommen konnte, schießt Barlow einen jenen durchdringenden Schrei aus, deren sich Lauscher nur allzu gut erinnerte, und brach die Leute mit einer Geste zur Ruhe. Er setzte wieder seine Flöte an die Lippen und spielte einen Tanz, dessen lockende Melodie den Leuten sofort in die Beine fuhr. Sie begannen im Rhythmus der Flöte zu stampfen, legten einander die Arme auf die Schultern und umkreisten die Säule und den Flöter. Lauscher ging mit vorgehaltenem Hut die Reihe entlang und es war durchaus nicht nur Kleingeld, was die Tänzer hineinwerfen. Je lascher das Stampfen dröhnte, desto mehr Tänzer reihten sich ein. Schon wurde ein Marktstand umgeworfen. Auch hier hatte offenbar wieder der Bärtige im Pelz seine Hand im Spiel. Denn Lauscher sah ihn über den umgestürzten Verkaufstisch springen und dabei noch einen Stapel von irgendeinen Töpfen umstoßen, die scheppernd auf die Pflaster zerscherbelten. Doch ehe ihn der jammernde Händler packen konnte, war der Graue schon wieder verschwunden. Nun bahnte sich der Marktvogt einen Weg durch die Kette der Tänzer und sprang zu Barlow hinauf auf den Sockel. »Du sollst hier nicht weiterspielen«, sagte er. »Überall, wo du auftauchst, gibt's Durcheinander.« Barlow unterbrach sein Tanzlied und versuchte den Vogt durch die Gesten seine Unschuld zu beteuern. Doch der sagte nur, Schuld oder nicht Schuld, du machst mir die Leute verrückt mit deiner Flöterei. Spiel du, wo willst, aber nicht hier auf dem Markt. Obwohl die Leute murrten, steckte Barlow seine Flöte ein und sprang zu Lausche hinunter auf das Pflaster. Den Rest des Nachmittags trieben sie sich auf dem Markt herum, gingen von Stand zu Stand und betrachteten die angebotenen Waren. Gegen Abend fragte Lauscher einen Händler nach der silbernen Harfe und wurde zu einem windschiefen Gasthaus in einer schmalen Seitengasse gewiesen. Der Wirt, ein kleiner, behäbiger Mann mit lustigen Augen, stand in der Tür
und sprach sie an, als sie hineingehen wollten. »Du bist wohl der Flöter«, sagte er zu Barlow, »der heute auf dem Markt die Leute nach seiner Pfeife hat tanzen lassen.« Als Barlow nickte, führte der Wirt die beiden in die Gaststube und sagte, »Rauli wartet schon auf euch.«